Vielen Menschen brennt es im Januar ziemlich in den Fingern und sie können es kaum erwarten, neue Sämchen für die neue Gartensaison in die Erde zu stecken. Die Vorhandzucht, ich habe auch schon damit begonnen, hat bei mir viele verschiedene Gründe, ist aber immer noch nicht zu spät, ist eigentlich noch relativ früh für die meisten, würde ich sagen. Und ich möchte euch einfach mal in dem Video einige Tipps für die Vorhandzucht geben, weil ich dann doch auch von einigen meiner Zuschauern gefragt worden bin. Wenn ihr das Permakulturprojekt unterstützen möchtet, dann könnt ihr es unter anderem im Spreadshirt-Shop machen. Da könnt ihr unter den folgenden Logos aussuchen, was ihr denn auf euren T-Shirts, Pullovern, Schürzen, Cappies und alles Mögliche haben möchtet. Da könnt ihr mal gerne ein bisschen reinschauen. Weitere Möglichkeiten sind jetzt zum Beispiel, wenn ihr Hilfe braucht. Ich gebe auch gerne Webinare in Sachen Permakultur, schleimfreier Heilkost oder zum analogen Feld. Und natürlich auch Tai Chi, wer da ein bisschen in die Richtung auch gehen möchte, Qigong, ein bisschen mehr den Körper fühlen, da könnt ihr mich auch gerne anschreiben. Da habe ich jetzt auch schon einige Erfahrungen sammeln dürfen. Und zum Abschluss natürlich, wenn ihr einen eigenen Garten habt, dann darf natürlich auch nicht samenfestes Saatgut bei euch im Garten fehlen. Hier habe ich unzählige Tomaten, Gurken, Melonen. Alles Mögliche, was ich so bei mir jetzt die letzten Jahre angebaut habe, ist alles samenfest und freut sich darauf bei euch im Garten. Der für meiner Meinung nach wichtigste Tipp ist einfach, nicht zu früh anfangen, wenn ihr nicht die entsprechendes Mittel bzw. auch die entsprechendes Equipment habt. Also ich meine zum Beispiel darunter, wenn ihr jetzt mit der Voranzucht von zum Beispiel Paprika, Chili, Auberginen, da gibt es sogar manche, die fangen ja jetzt schon mit Tomaten an, dass ihr zum Beispiel LED-Lichter habt. Wenn ihr etwas wärmeren Keller habt oder eure Anzuchtstation etwas wärmer ist, weil es ist halt so, je wärmer es ist, zum Beispiel die meisten Räume sind ja wegen der Beheizung 20 bis 25 Grad, desto mehr Licht benötigen die Pflanzen, weil sie dann sonst in diesen Geilwuchs gehen. Also sie werden ziemlich lang und dünn, weil sie halt nach dem Licht suchen und dann kippen die halt irgendwann um und dann gehen sie halt ein, weil sie nicht den entsprechenden Wurzelwerk haben. Also wenn ihr schon so früh anfängt, das dabei beachten, wenn ihr warme Räume habt. Wenn ihr zum Beispiel etwas kühlere Räume habt, also zum Beispiel 12 bis 15 Grad, was ja viele machen oder was auch empfohlen wird, wenn man zum Beispiel Paprika, Chili oder Auberginen aufkeimen lässt, dass man die etwas kühler stellt, damit die halt nicht so schnell wachsen, kompaktere Wurzel bilden und ja, einfach langsamer wachsen, dadurch auch weniger Licht benötigen. Da wird jetzt zum Beispiel auch lang bei 10 bis 15 Grad, sage ich mal ungefähr, dass man da jetzt kein entsprechendes LED-Licht benötigt, sondern wenn man zum Beispiel ziemlich offenes Fenster hat, da wo das Licht ziemlich gut reinkommt, zum Beispiel an der Südseite, wo es vielleicht kühl ist, wenn ihr so die Möglichkeiten habt, oder zum Beispiel ein Folientunnel oder ein Gewächshaus, wo es vielleicht nicht, wo es hier vielleicht ein bisschen heizt oder so, das habe ich auch ab und zu mal gemacht am Anfang, weil es auch mein Vater ausprobieren wollte, da hatten wir einen Ventilator drin, da wachsen die Pflanzen auch ziemlich kompakt und gut daran. Also erstmal ja, die entsprechenden Mittelchen und das Equipment holen. Wenn ihr das jetzt nicht habt, dann könnt ihr auch eure Voranzucht etwas weiter hinauszögern und verschieben, wenn dann die Tage auch etwas länger werden, entsprechend der Sonneneinstrahlung. Bei der frühen Voranzucht solltet ihr auch berücksichtigen, dass ihr auch entsprechend und genügend Platz auch habt, weil wenn ihr jetzt zum Beispiel wie ich viele verschiedene Sorten habt und jetzt nicht nur 10 bis 20 Pflanzen vorzieht, sondern mal, sagen wir mal 50 bis 100, dann werdet ihr auch schon immer mehr größere Platten benötigen, vielleicht auch mehr Lichter. Und dann ist es auch so, dass ihr auch mehr umtopfen müsst. Also das heißt, ihr habt dann schon sehr früh im Jahr immer mehr Arbeit, müsst dann schauen, wo ihr das mit dem Platz hinbekommt. Dann auch später mit dem Abhärten, wo ich auch noch dran zukomme, tragt ihr auch sehr viele Platten hin und her. Geht natürlich auch ja, in die Arme bzw. in die Muskeln halt auch. Ist auch ein gutes Muskelaufbautraining, kann man in dem Zusammenhang sehen. Aber das sollte man halt auch mit berücksichtigen. Ein kleiner Tipp zu dem Zusammenhang ist, wenn ihr zum Beispiel einen kleinen oder leichten Geilwuchs habt bei Pflanzen, zum Beispiel bei Kohlrabi, bei Tomaten, bei Salaten, was auch immer, dann könnt ihr die Pflanze, wenn ihr die dann zum Beispiel pikiert, das ist auch sehr wichtig, wenn ihr zum Beispiel eine Schale oder mehrere Samen in einen Topf gibt, dass ihr dann, wenn die aufgekommen sind, zum Beispiel vier Keimblätter haben, da werde ich die dann pikieren, dass ihr die in einzelne Töpfe setzt, eure Pflanzen, wie zum Beispiel Paprika oder Chili, damit die dann nicht in Konkurrenz stehen und
gute Wurzeln auch später bilden können. So kann ja zum Beispiel ein Galwuchs etwas entgegenwirken, wenn ihr die Pflanze etwas tiefer am Stiel dann hinuntersetzt, damit die dann etwas kleiner wird. Und da gibt es halt manche Pflanzen, wie zum Beispiel die Tomaten, die dann am Stängel, also am Stiel, dann nochmal Seitenwurzeln bilden und dann nochmal etwas größer werden. Vor allem bei den Tomaten sollte man das machen, dass man die unbedingt etwas tiefer setzt bei der, ja, beim Pikieren. Gibt aber natürlich auch Pflanzen, die mögen das überhaupt nicht. Da sollte man sich da auch mal ein bisschen informieren. Sonst im Allgemeinen zu der sehr frühen Vorzucht möchte ich noch sagen, ihr habt noch eigentlich alle Zeit der Welt. Wenn ihr jetzt zum Beispiel das Video anschaut, wo ich es hochgeladen habe und veröffentlicht habe, also so Mitte Januar, dann habt ihr jetzt noch ungefähr einen Monat Zeit. Also viele Sachen, zum Beispiel Paprika, Auberginen oder manche Chilisorten, reicht locker im Februar oder Mitte Februar. Tomaten reichen auch im März. Also da sollte man sich nicht so die Panik machen. Gurken, April, kann man auch direkt aus Saat im Mai machen. Also man muss sich jetzt nicht unbedingt verrückt machen und ja, sich dann unnötig Arbeit und Stress auch machen, wenn man jetzt da nicht so geübt ist oder neu anfängt mit dem Gärtner. Well, that's right. Eine kleine Unterbrechung für eine kurze Mitteilung. Und zwar habe ich zwei neue Kurse veröffentlicht. Eine 42-Tage-Challenge für die Grundlage in die Permakultur und eine 22-Tage-Challenge für die Grundlage in die schleimfreie Heilkost, vegane Rohkost und dem Fasten. Beide Kurse findet ihr unten in der Videobeschreibung. Bei der Voranzucht ist natürlich auch die Grundlage das Wichtigste. Das heißt, hier das Substrat. Und hier habe ich zum Beispiel bei mir eine eigene Komposterde genommen, die ich mit reichlich an Leben gefüllt habe. Da ist zum Beispiel Bokashi mit effektiven Mikroorganismen drinnen. Pflanzenkohle, die auch wieder Mikroorganismen mit aufnehmen. Natürlich war da auch in dem Kompost sehr viel Regenwürmer. Das heißt, da ist auch einiges an Leben mit drin. Der ist auch noch nicht komplett verrottet. Da sind auch noch ein paar Holzstückchen mit drinnen, die dann auch noch Pilze anlocken. Also das heißt, ich habe Holzstückchen mit Myzel und Pflanzenkohle, die auch die Pflanze bzw. die Jungpflanze auch an meinen Boden bzw. meinen Gartenboden gewöhnen und auch hier das Mikrobiom identisch ist und dadurch halt auch die Pflanze mit dem Mikrobiom, was halt in diesem Topf ist, schon mal in Kontakt kommt, dadurch auch stärker wird. Bei Herwin Pommeresche wird ja auch beschrieben, dass halt die Pflanzen Bakterien über ihre Wurzeln komplett aufnehmen und die dann in die Pflanzenteile mit aufbauen. Das heißt, dass die Bakterien in Symbiose eingehen, kann ich auch nur jedem empfehlen, mal dieses Buch durchzulesen. Ich werde es auch mal unten auch in der Videobeschreibung verlinken, wenn ihr dabei Interesse habt. Also kann ich nur wirklich jedem empfehlen. Und dann wachsen auch nach meiner Ansicht die Pflanzen auch viel besser, wenn die jetzt Erde nicht ganz so nährstoffarm ist oder abgekocht wird. Das ist, viele tun zum Beispiel wegen Trauermücken, da komme ich auch noch später dazu, und auch wegen anderen Bakterien oder Pilzen tun die halt die Anzuchterde, wenn welche Leute die selber herstellen, in einem Backofen und tun die sozusagen sterilisieren. Das mache ich jetzt nicht, weil ich halt einfach, wie bei Herwin Pommeresche nach dem Motto Leben bringt Leben, das handhaben möchte. Deswegen tue ich halt mit effektiven Mikroorganismen zum Beispiel arbeiten mit der Pflanzenkohle, damit halt die Pflanzen damit in Kontakt kommen. Auch wenn das jetzt mein eigener Kompost ist und der etwas mehr Nährstoffe hat. Da habe ich noch, damit die Erde durchlässiger, fluffiger wird und krümeliger, auch Sand mit beigemischt, damit zum Beispiel keine Staunässe hat, damit die Pflanzen sich auch besser ihre Wurzeln auch bilden können. Also da ist es auch sehr wichtig, eine lockere, eine feine Anzuchterde auch zu nehmen, damit die Pflanze nicht so viel Kraft in die Wurzelbildung benötigt, damit sie halt auch nicht so harte Erde mit den Wurzeln aufbrechen muss. Das kostet natürlich auch viel Energie, das heißt, dass ich dann immer etwas kleiner bleiben werde und deswegen halt lockere Erde. Und von daher habe ich meine eigene Komposterde genommen, mit Sand aufgemischt. Man kann natürlich auch Maulwurfserde nehmen, manche nehmen sogar ein Gemisch aus Pferdemist, Maulwurferde und Sand. Werde ich auch unten ein paar Videos verlinken oder auch hier mein Video zur Herstellung von Anzuchterde auch mit verlinken. Noch ein Punkt mit der Komposterde, da auch eine negative Erfahrung von mir vom letzten Jahr. Nimmt bitte euren eigenen Kompost, den ihr auch schön sauber kompostiert habt. Einfach aus dem Grund, ich habe mir vor einem Kompostwerken bei mir in der Gemeinde bzw. im Landrat haben sie ja Kompostwerke, wo die Leute zum Wertstoffhof fahren, da ihr ganz grün, gut grünen Schnitt und alles mögliche vom Garten dahin bringen. Und dann tun die in die Kompostwerke, ja,
einen riesigen Haufen machen und da einfach alles draufwerfen und das liegen lassen, egal wie es die, glaube ich, die sortieren das so, dass sie alle großen Stücke auf einem Haufen machen, alle kleinen Stücke und immer so weiter und machen halt da keine Mischung. Und die Kompostierung ist wirklich nicht gut. Das ist dann mehr so ein Fäulnisprozess, der da vonstatten geht. Und da sind dann in der Erde überall Fäulnisbakterien. Und das war dann bei mir so, dass ein Drittel von meiner Jungpflanzen, die ich in diese Erde von den Kompostwerken reingetan habe, dass die immer klein geblieben sind, weil halt diese Fäulnisstoffe da waren, die halt die Pflanzen gehemmt haben, beziehungsweise die Fäulnisbakterien, Entschuldigung. Scheiße! Leck mir was! Und das kann ich einfach nur, lasst dann lieber die Finger weg von dieser Komposterde, wenn ihr noch nicht genau sicher seid, wie die hergestellt worden ist, ob das eine saubere Kompostierung war oder nicht, dann sollte man da ein bisschen aufpassen. Genau das gleiche wie bei der Anzuchterde, dass man da wirklich auf 100% sicher geht, dass es das auch eine richtig schöne Anzuchterde ist, die Leben bringt, die sauber kompostiert worden ist, dass da halt wirklich keine Probleme entstehen, dass eure Jungpflanzen mal klein bleiben, schmächtig, weil die Erde einfach nicht passt. Ich denke, bei vielen Gärtnern ist schon dieses kleine Insekt zum wirklichen Feind geworden und ich rede hier von den Trauermücken. Das kommt einfach aus dem Grund, dass zum Beispiel Trauermücken ihre Eier in Gewässer legen, zum Beispiel in Regenwasser oder auch in die Erde mit reintun, zum Beispiel in eure Anzuchterde, dass einmal wieder Eier sind und bei den warmen Temperaturen in dem Haus, dann schlüpfen die Larven zum Beispiel, dann fliegen die halt auch überall rum. Und wenn die halt die Mücken ihre Eier in die Erde legen und legen dann immer neue Eier und die Larven fressen zum Beispiel die Wurzeln von euren Jungpflanzen, und weil die halt noch recht jung sind und in der Wurzelbildung sind, kann es sein, dass sie auch eingehen. Und das ist halt auch bei sehr vielen passiert, dass halt dann die Trauermückenlarven ihre Jungpflanzen nach einigen Monaten zerstört haben und die ganze Arbeit umsonst waren und sie wieder neu anfangen müssen. Und das ist halt recht ärgerlich. Deswegen tue ich das jetzt zum Beispiel vorbeugen mit Nematoden. Habe ich letztes Jahr auch schon gemacht, habe ich jetzt schon präventiv vorher gemacht. Das sind so kleine Fadenwürmer, die halt dann in die Larven reingehen, sozusagen als Wirt, fressen die von innen auf und dann gehen sie halt auf andere Larven zum Beispiel weiter. Wichtig bei den Trauermücken ist, die fressen jetzt nicht die Mücken, also die herumfliegen. Dafür nehme ich zum Beispiel Gelbtafeln, damit die halt da einfach dran kleben bleiben. Und das sind die zwei Sachen, die ich jetzt zum Beispiel nutze. Wie gesagt, die Nematoden sind für mich das Effektivste, so ein natürlicher Feind. Im Garten könnt ihr das zum Beispiel bewerkstelligen mit Tagetes, die locken zum Beispiel die Nematoden an. Die sind auch sehr gut gegen Eggerlinge zum Beispiel, die Nematoden. Und ich habe bis jetzt noch überhaupt die letzten beiden Jahre gar keine Probleme mehr mit Trauermücken gehabt. Alle meine Jungpflanzen sind gut durchgekommen. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel Urgesteinsmehl oder eine Schippe Sand oben drauf machen. Und dann würde ich dann auch von unten gießen. Einfach aus dem Grund, dass oben halt nicht mehr feucht ist, weil die Trauermücken mögen keine trockene Erde und Sand schon gar nicht, wenn der trocken ist. Da legen sie halt ungern ihre Eier rein. In feuchter Erde, dann gehen sie halt da rein und legen ihre Eier. Deswegen Sand und von unten gießen. Ein weiterer Vorteil, wenn ihr zum Beispiel von unten gießt, ist, dass die Pflanzen nicht einfach ihre Wurzeln oben entlang wachsen lassen, weil da gleich das Wasser ist, sondern dass sie dann weiter in den Topf runter müssen und so an das Wasser kommen. Deswegen würde ich halt immer auch von unten gießen, um halt auch die Wurzeln zu verbessern und Trauermücken auch effektiv vorzubeugen. Kommt auch irgendwann mal zu dem Punkt bei der Vorzucht, dass eure Pflanzen größer werden, zum Beispiel dann im März die Tage wärmer und mehr Sonne kommt, dann kommt es ein bisschen mit dem Rein- und Raustragen dran, und zwar mit der Abhärtung. Hat einfach den Grund, dass sie halt die Jungpflanzen, die halt im Haus groß geworden sind, dass sie sich an das Sonnenlicht gewöhnen. Und da ist es halt wichtig, wenn ihr zum Beispiel die Pflanzen einfach so, zum Beispiel für einen Tag direkt in die pralle Sonne reinstellt, obwohl sie halt im Haus waren, dann bekommen sie Sonnenbrand. Das heißt, sie bekommen so weiße Stellen, weil sie halt diese Sonne nicht gewöhnt sind und dort sterben sie halt ab. Deswegen ist es halt wichtig, einerseits bei der Abhärtung, dass man halt an die Sonne gewöhnt, vielleicht in den ersten Tag nur eine halbe Stunde oder die ersten 3, 4, 5 Tage eine halbe Stunde, dann eine Stunde, dann 2 Stunden, dann vielleicht einen halben Tag und immer so weiter. Also da auch immer wieder die Pflanzen beobachten, wie halt das Sonnenlicht ihnen gut tut, damit die halt sich halt einfach an die Sonne auch gewöhnen. Draußen ist natürlich immer auch im Frühjahr zum Beispiel März etwas kühler als drinnen. Das heißt, die werden auch so robuster, wachsen dann auch nicht mehr schnell und sie gewöhnen sich auch an unsere Klimazone. Das heißt, sie sind nicht ganz so verwöhnt von der Wärme, sondern kennen auch etwas kühlere Temperaturen und stellen sich auch dementsprechend drauf ein. Und natürlich auch
ist da auch der Wind mit dabei. Und wenn die Pflanzen noch ein bisschen vom Wind rumgeweht werden, dann müssen sie sich halt irgendwie auch festhalten. Das heißt, sie bekommen einen Impuls, bessere Wurzeln zu bilden und so auch so kräftiger zu werden. Und das würde ich auch nur jedem empfehlen, dass man vielleicht mal die Pflanzen bei der Vorhand so mit der Hand ein bisschen so rüberfährt, vielleicht auch ein bisschen anpustet, nicht ganz so stark, dass sie natürlich auch nicht kaputt gehen, oder auch ein bisschen am Topf schüttelt, einfach um halt einen Wind oder eine Erschütterung zu simulieren, dass die halt ein bisschen stämmiger und kräftiger auch werden. Ein Vorteil auch, wenn ihr eure Pflanzen nicht ganz so sehr verwöhnt, sondern ihr auch regelmäßig abhärtet, also rein und raus tragt, dass sie auch kühleren Temperaturen ausgesetzt werden, erkennt man zum Beispiel an Tomaten. Die Tomaten, die jetzt zum Beispiel im Folientunnel sind, die ziemlich schön von der Wärme verwöhnt sind, sind etwas dünner, also vom Stiel halt auch her. Und die Pflanzen, die halt die ganze Zeit abgehärtet sind, die vielleicht etwas kühleren Temperaturen und Wetterbedingungen ausgesetzt sind, die haben halt etwas dickere Stiele einfach als Gegenwirkung. Das heißt, diese Pflanzen werden auch etwas kräftiger und passen sich auch so langsam an unsere Klimazone an. Das heißt, dass sie auch im Nachgang, zum Beispiel im Oktober und November, vielleicht noch eine kleine Ernte mit rausgeben und vielleicht nicht gleich bei den ersten kühlen Temperaturen mit eingehen. Jetzt noch zum Abschluss ein herzhafter Tipp, und das heißt, einfach den Pflanzen mit Aufmerksamkeit, Zuneigung und auch ein bisschen Liebe entgegenbringen. What? Bro, what are you talking about, man? Sie auch wertschätzt. Das ist halt wie bei uns Menschen oder auch bei jungen Menschen, wenn die halt groß werden, dass man halt eine gewisse Art Zuneigung und Aufmerksamkeit geben soll, damit die sich auch gut entwickeln. Ist halt das Gleiche bei erwachsenen Menschen, dass sie auch motivierter sind und sich dann auch zum Teil freuen, wenn, ja, das halt auch, dass man sozusagen eine Art Wichtigkeit hat im Leben. Und das Gleiche sehe ich halt jetzt auch ganz einheitlich bei Tieren und natürlich auch bei Pflanzen, wenn man denen halt Aufmerksamkeit und Pflege widmet und sich auch für sie interessiert und von ihnen begeistert ist, dass sie auch nach meinen Erfahrungen dadurch auch die Pflanzen besser wachsen. Und das tut auch in der jetzigen Situation oder wenn ihr zum Beispiel sehr viel Stress habt, auch so eine Art Meditation sein. Das kann man ja zum Beispiel als Übung nehmen, wenn es jetzt einem zu esoterisch oder spirituell ist, wenn man mit Pflanzen redet, sondern dass man einfach so eine Art Meditation sieht, dass man sich halt ein bisschen abschaltet, Stress abbaut, hier im Moment ist und die Pflanzen vielleicht einfach nur an den Blättern ein bisschen streichelt oder so ein bisschen anfasst, sie vielleicht auch genau beobachten, ob da irgendwelche Läuse rumlaufen, und so gehört ihr natürlich auch mit zur Pflege dazu, wie geht's den Pflanzen, die Erde halt einfach so ein bisschen halt anfassen und auch eine Art Begeisterung würde ich da auch mit dazu geben. Also wie gesagt, einfach so eine Art als Meditation, vom Alltag vielleicht abschalten, runterkommen und so eine Art, ja, Zen-Zustand zu kommen, würde ich mal sagen. So, in diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Wenn euch diese Tipps geholfen hat, dann würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Das hilft mir sehr. Gerne könnt ihr den Kanal auch kostenlos abonnieren, wenn ihr dabei noch auf die Glocke drückt. Dann werdet ihr immer wieder benachrichtigt, wenn ich ein neues Video hochlade. Und natürlich freue ich mich auch, wenn ihr unten etwas in die Kommentare schreibt, ob ihr schon mit der Vorhandzucht begonnen habt, ob ihr vielleicht noch weitere Tipps habt, was man vielleicht bei der Vorhandzucht mit beachten soll, was ich jetzt hier vergessen habe. Natürlich einfach alles in die Kommentare schreiben, damit auch weitere Menschen so Impulse mitbekommen und der YouTube-Algorithmus auch mit algorithmisiert wird, also dieses Video. Sonst natürlich freue ich mich auch, wenn ihr Freunden, Bekannten, Familien oder dieses Video auf Social Media Plattformen teilt und verbreitet. Es ist auch sehr gerne gesehen und gewünscht, also scheut euch dabei nicht, unterstützt natürlich auch das Projekt, und weitere Unterstützungsmöglichkeiten wie zum Beispiel Bankverbindungen für Spenden, PayPal, Patreon, Merchandise, T-Shirt, Tassen und was weiß ich noch was, oder eigene Produkte von der Permakultur findet ihr auch auf meiner Webseite, also eingekochte Sachen, Sauerkraut, Jungpflanzen, alles mögliche findet ihr unten in der Videobeschreibung, ist da alles mögliche verlinkt, um halt auch weiterhin das Projekt zu unterstützen, damit ich für euch auch Videos machen kann. Und da danke ich euch jetzt schon mal, wenn ihr dabei das Projekt mit unterstützt. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt, und wir sehen uns in der nächsten Episode hier im Peace-Projekt. Bis dahin. Ciao.